So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Heute ist der Vorhang mal auf, dass ihr seht, es ist eigentlich gar nicht mitten in der Nacht, es ist nicht dunkel, es ist nicht tagsüber, es ist irgendwie was gegen Abend. Man ist ein bisschen schwummrig, schläfrig und dann habe ich was entdeckt von Effekt, ne? Der einzigste Effekt ist, den Effekt bei dir erzählt, der Bauch wird immer dicker, weil das eine Rolle spielt, ne, irgendwie... War eine Line aus einer Runde von mir selber mal, die ich jetzt komplett verrissen habe, aber trotzdem, das ist Effekt. Vielleicht kennt ihr ja den Effekt Energy. Den gibt es ja auch hier in Gold. Gold ist die Zero-Variante, die finde ich richtig edel, die sah richtig genial aus. Hannes kennt sie auf jeden Fall. Dann gibt es noch mit Acai, also Acai, Acai, ne? Das spreche ich immer falsch aus. Und das habe ich jetzt einmal im Netto gefunden. Mich hat die Dose angelacht, ich habe gedacht, wie genial sieht das denn aus, diese Farbkombination, das Design, das Effekt dabei und hier oben steht Limited Edition, Guarana, Ginseng und eigentlich ist das die Sorte Grape, Mint, Grape ist also Traube, ja, Weintraube, Minze, Traube, Minze. Das klingt unglaublich genial. Deswegen guckt euch diese Effektdose an. Aber besser sieht sie natürlich so aus. Guckt euch diese Effektdose an, ja, fürs Thumbnail. Wir wollen jetzt mal aufmachen und wollen jetzt mal probieren. Ich bin ja jemand, der trinkt gerne hier dieses Grape Soda. Beziehungsweise habe ich mich da schon wieder übertrunken. Das war am Geburtstag. Letztes Jahr war das erste Mal, dass ich Grape Soda direkt in der Dose entdeckt habe. Da war Thomas schuld. Der hat das gesehen im Teegut. Und da habe ich das mal probiert, seitdem habe ich das immer öfter probiert. Fand das irgendwie sehr interessant, dieses Traubengesöff, Traubengetränk. Ich bin schon gespannt, wenn das Prime mit Grape Flavor kommt. Das habe ich nämlich jetzt auch endlich gefunden, das muss ja auch rare sein. Das gibt es gefühlt nämlich nirgendwo, ist überall auch irgendwie ausverkauft gewesen. Und jetzt habe ich das gesehen, was auch wieder mit Grape ist. Also irgendwo ist ein kleiner Anhang, tendenziell so eine Schiene zum Grape hingerichtet, dass mich das doch wohl interessiert. Grape, Mint, Mint. Und dann noch mit Minze, wo ich doch so ein Pfeffi-Liebhaber bin. Wir nehmen mal einen ganz kleinen Schluck. Oh. Du hast einen richtig fruchtigen, angenehmen, leckeren Traubengeschmack, Weintraubengeschmack, so richtig, das ist einfach richtig genial. Und dann kommt was komplett Störendes, dann kommen die Minze im Abgang. Und irgendwie passt das absolut gar nicht zusammen im ersten Moment. Wenn du dich dann aber auf den Abgang konzentrierst, denkst du wirklich, du hast gerade einen Shot Pfeffi getrunken. Ein Shot Pfeffi, du hast diesen frischen Pfefferminzgeschmack hier irgendwo da, das geht hier runter, das fühlt sich an wie ein Shot, das ist mega interessant und irgendwie, weiß ich nicht, macht's Bock auf mehr. Im ersten Moment denkst du, oh schön süß, was ist das denn jetzt? Und dann denkst du, oh, das war aber gerade frischen und lecker, aber da passt das Süße nicht dazu, aber so hast du zwei was. Ich glaube, das ist ein Ding, das musst du wirklich... einzeln in einzelnen Schlucken trinken, damit du immer wieder süß-minzig hast. Wir wollen es jetzt trotzdem mal einschenken. Und es ist neutral. Es sieht einfach ganz normal aus. Ich habe jetzt gedacht, okay, das ist bestimmt jetzt hier richtig lila. Das ist, obwohl wenn es aus Weintrauben ist, wenn es aus grünen Weintrauben ist, ist das ja trotzdem, naja, weiß. Es ist weiß, es sieht aus wie Prime, nur mit Kohlensäure. Ich bin mal gespannt, ich denke mal, wenn ich das jetzt so im Ganzen trinke aus dem Ernesto-Glas, du wirst die ganze Zeit diesen süßen Geschmack haben und dann, wenn du fertig bist, kommt das Minzige hinterher. Und wenn du das Minzige genießen möchtest, musst du immer in kleinen Schlucken trinken. Wir schießen es aber erstmal kurz weg. Das war auf jeden Fall richtig genial. Guckt euch das Glas an, das Glas ist wieder total beschlagen. Es war ein richtig cremiger, kohlensäureartiger Burp. Also der hat wirklich, den hast du wirklich genossen, sag ich mal. Der war wirklich schön, der hat sich wirklich
gut angefühlt. Und ich muss sagen, es schmeckt einfach mega interessant. Hätte ich nicht gedacht, habe ich im Netto, wie gesagt, gefunden, die Woche Effekt mit Grape Mint. Grape Mint. Süß, erfrischend, Pfefferminz, würzig. Ich bin schon wieder krank. Das ist genau das Getränk, was ich jetzt brauche. Ich würde es, wenn ich es nochmal sehe, würde ich sogar nochmal nehmen. Also ich kann es empfehlen. Ich finde es richtig speziell und deswegen habe ich es mitgenommen. Deswegen hat mich das interessiert. Wenn ihr das schon mal gesehen habt, schreibt es mal rein. Wenn ihr es mal testen wollt, schreibt es rein. Seid ihr Pfeffi-Freunde, seid ihr Grape-Freunde? Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.